Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier auf meinem Kanal Ben Masterful. Willkommen zum Star Wars Video. Und heute gibt es ein Display der Serie Force Attacks Movie Card Collection Serie 2. Und jetzt viel Spaß. So, willkommen meine lieben Freunde zum Hauptteil, zum Unboxing dieses Videos. Auch heute gibt es wieder ein Display und zwar von Star Wars Force Attacks The Movie Card Collection Serie 2. Ich habe hier noch ein leicht verknittertes, schon mal geöffnetes Display. Ich gucke gerade, aus welchem Jahr das war. Ich glaube, das war 2013 müsste das gewesen sein. Dort, oder da gab es die Serie 2 von The Movie Card Collection. Ja, auf jeden Fall echt geil. 2013 war auch das Jahr, wo ich eigentlich so mit Ben Masterful angefangen habe. Zumindest diese ganzen Sammelkarten-Videos zu machen und so weiter. So, ich habe nochmal ein Display. Allerdings sind keine 50 Booster mehr drin, sondern ein paar fehlen. Das hat zwei Gründe. Einmal gab es, glaube ich, ein Booster-Battle gegen Thilo und Dennis mit jeweils 5 Boostern. Und dann gab es aber auch noch, beziehungsweise gibt es noch, oder wie soll ich sagen, auf jeden Fall habe ich 5 Booster, weil es 5 verschiedene Covers gibt. 5 verschiedene Booster-Motive habe ich in meine Booster-Sammlung gepackt. Deswegen ist dieses Display nicht mehr ganz voll. Aber ich denke, es wird noch reichen, damit ich hier halt Display Opening in den Titel schreiben kann. Ja, und warum mache ich das Ganze? Ich brauche Platz im Schrank. Und auf dem Schrank, oh, auf dem Schrank, unterm Schrank, im Schrank, überall Booster und Karten. Und ich muss Mappen-Updates machen, damit ich mal wieder was wegsortieren kann. Ja, ganz genau so sieht es aus. So, und heute muss halt Star Wars dran glauben. Ich glaube, Booster Battle gibt es keine Booster mehr von dieser Serie. Deswegen haue ich die jetzt mal alle raus. So, 2 schöne Stapel. Haha, ja, sehr cool. Die stelle ich mal so schön cool ins Bild. So, Motive. Gucken wir mal, was wir hier auf die Schnelle finden. Anakin Skywalker und Prinzessin Leia. Padme Amidala, Han Solo. Dann gibt es hier Luke Skywalker und den Lord Tyrannus. Aber er hat ja noch den anderen Namen. Oh Mann, ich komme gerade nicht drauf. Das gibt's doch wieder nicht. Ich und meine Namen. Hier, Kopfgeldjäger Boba Fett und Obi-Wan Kenobi. Mace Windu und Darth Vader, Mann, Count Dooku ist sein Name, ich und meine Namen, aber ihr wisst ja selbst, ihr habt euch ja schon fast alle dran gewöhnt, dass ich nicht immer alle Namen weiß. So, Serie aus dem Jahr 2013, wie gesagt, das war auch so das Jahr für mich, wo ich so richtig angefangen habe, die Videos hier auf Ben Masterful zu machen. Genau, 240 Sammelkarten gab es damals. Achte besonders auf die Sonderkarten, Starkarten eine in 2 Packungen und die Rainbow-Karten eine in 5 Packungen. Ja, so. Auf geht's. Wir wollen uns ja nicht zu lange aufhalten. So sahen die Karten aus. Extrem geil. Und ja, geht los. Da habe ich Depa Bilaba, Nymoidian Shuttle. Shuttle, okay. Und dann Taskenfrau. Ich glaube, die fehlt mir. Das kann gut sein, dass mir die noch fehlt. R5D4 und hier, oh, Chewbacca, Forcemeister. Die erste, ja, Rainbow-Karte, hier die Force-Meister-Rainbow-Karte, Wookie Chewbacca mit C3PO auf dem Rücken. Cooles Teil, erster Booster, gleich eine richtig coole Karte. So, dann mal weiterschauen. Oh, hier ist wieder eine Super-Karte dabei. Oh, 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 ja, aber die zeige ich euch gleich. So, Duell der Macht waren auch extrem geile Karten. Darth Vader und Obi-Wan Kenobi. Dann 2-1-B medizinischer Droide, der müsste aus Episode 4 sein. Ne, Episode 5, ich weiß das gerade gar nicht mehr, wo der drin vorkam. General Grievous, der Sith Lord. Und ja, Darth Maul, ein sehr geiler Charakter aus Episode 1. Ich habe ihn in Episode 2 und 3, hätte er gerne auch mitspielen können. Der war echt geil, also total genial, Darth Maul. Luke Skywalker, Force Meister. Ja, ich schlage hier gleich mit Force Meister nur so um mich. Geht ja mal richtig gut los. 99,95 die Werte. Ja, so. Dann mal schauen. Ja, und als nächstes kommt auf jeden Fall ein Star Wars Mappen-Update zu dieser Serie. Denn ihr seht ja, nach diesem Video habe ich schon wieder so viele Karten und irgendeine passt bestimmt in meine Sammelmappe. So, dann geht's hier weiter. Oberster Kanzler Palpatine.
Gangen Sub. Ah, Episode 1. Durch den Planetenkern. So, und ein Padmes Sternenschiff, auch aus Episode 1. Ori Marco, an den kann ich mich nicht erinnern. Und dann nochmal Tarful und Chewbacca, Zusatz Power, Episode 3 müsste das sein. Dort gab es ja mehrere Wookies. So, dann mal gucken. Hyperdrive Booster Ring, Episode 2, auf jeden Fall einmal zu sehen, wo Obi-Wan Kenobi zum Sternsystem Kamino fliegt oder so. Kamino. Ifind Mon, Schmuggler, Padme Amidala und Tuskenräuber. Oder Tastenräuber, ich weiß das gar nicht immer so. Und Chewbacca nochmal als Basekarte, auch sehr cool. Also ich finde die Movie Card Collection Serie 2 sowas von geil. Allgemein, alle drei Movie Card Collections sind mega geil. So, dann geht's hier weiter mit Griata. Hoppala. Mon Calamari. War das der, wo es diese Szene auch in Big Bang Theory gibt, wo Sheldon sagt, er versucht gerade Mon Calamari zu imitieren? Es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Könnt ihr euch jetzt an die Szene erinnern? Ist das der Typ? Ich versuche immer noch zu überlegen, wer das war. Vielleicht kriegen wir noch den richtigen heute. Ich lege ihn mal daneben. Aber ich glaube, das war Mon Calamari. Es ist eine Falle. Episode 6. Nee, 5? Egal. So, Ayla Secura. Auch nicht viel Einsatzzeiten in den Filmen. Interrogation Druide. Und Starkarte Boba Fett. So, the next booster. Und dann habe ich hier Barada, Klatunien. Todesstern 2, der erste war ja komplett und wurde dann zerstört in Episode 4, Imperial Janna. Sturmtruppler der 501. Oha. Okay, und Starkarte Kid Fisto. Ja, Kid Fisto ist bei vielen Star Wars Fans, vor allem bei den Jüngeren, immer sehr, sehr beliebt. Hängt auch mit der Serie The Clone Wars zusammen, glaube ich. So, dann geht's hier weiter. Rapper Tuni. Kai Adimundi. Dann Jedi Sternen. Jäger. Imperial Astromech Droide. Quasi das böse Gegenstück von R2-D2. Und Jabba the Hutt Starkarte. Ja, jeder, der Star Wars kennt, kennt auch diesen komischen, riesen, ekelhaften Wurm. Jabba the Hutt. Ja, es gibt auch noch Jiro the Hutt und noch einen der Hutt. Also ich glaube drei verschiedene gibt es davon, von seiner komischen Sorte. So, 8D8 Torture Droide. Oder Torture Droid. Darth Vader. Da fällt mir gerade ein, ich habe schon lange kein Star Wars Video mehr mit Darth Vader Maske gemacht. Ach, das wäre aber zu lang, ein Display zu öffnen. Da müsste ich mir mal nur ein paar Booster vornehmen. Naja, vielleicht ein anderes Mal wieder. Boba Fett als Jüngling oder als Junge. So, Tessek. Und Starkarte Chewbacca. Vorhin ja schon als Force-Meister gehabt, als Basiskarte. Und jetzt auch nochmal als Starkarte. So, weiter geht's. Was kommt als nächstes? Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Duell der Macht. Ein sehr, sehr geiler Lichtschwertkampf. Allerdings mein Lieblings-Laserschwertkampf ist Yoda gegen Palpatine in Episode 3. Tri-Druide. Duell der Macht. Yoda, Palpatine. Wenn ich es schon anspreche, da kommt es auch schon. Ach, der geilste Spruch von Yoda überhaupt. Wenn so mächtig ihr seid, warum dann schon gehen? Ja, geiles Teil. Also Star Wars. Ach, ich liebe es. Zwergspinnen-Druide und Captain Panaka. So, der nächste Booster. Hier habe ich Kampf-Druide. Roger, Roger. Dann habe ich wieder den Darth Vader. Natürlich auch jeder, der Star Wars kennt, kennt Darth Vader. So, Admiral Akbar. Der war das, nicht Mon Calamari. Da haben wir ihn. Admiral Akbar war's. Es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Irgendwie so. Auf jeden Fall imitiert Sheldon das super genial. So, Lin Mi. Und Zusatz Power Luke Skywalker und Prinzessin Leia. Weiter geht's.
General Akbar, genau. Schneegleiter, auch echt geil. Komm, man konnte in vielen Star Wars Spielen immer diese Schneegleiter fliegen. War sehr geil. Imperial Biker, Scout, Killer Druide und Lazarett Fregatte. Und als letztes habe ich hier nochmal Strike Force Puzzleteil General Grievous. Yeah. So, mal gucken. What comes als next? Ha, Duell der Macht. Luke Skywalker, Darth Vader zugegeben. Dafür, dass die Filme so alt sind, ist dieser Laserschwertkampf auch schon ziemlich geil gewesen. So, Mon Mothma. Keine Ahnung, wo sie dran zu sehen ist im Film. Rebellenanführerin. So, die Ewoks. Lugrai. Die Ewoks fand ich persönlich, das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung, ich fand die Ewoks nervig und es gab in Episode 6 eindeutig zu viele Ewoks. So, TIE Fighter. Und boah, Darth Maul, Force Meister mit seinem Doppel-Laserschwert. Super geil. Ich freue mich schon aufs Mappen-Update, die Karten zu sortieren. Gucken, welche Karten habe ich. Ich habe bestimmt nach diesem Display-Opening alle Karten, zumindest die Basiskarten. So. Okay. Klaatu, also Sturmtruppler wollte ich sagen. Klaatu. Und Feuerregen. Panzer. Und Obi-Wan Kenobi, das müsste der Obi-Wan sein aus Episode 3. Würde ich jetzt sagen. Und Starkarte Darth Sidious, der dunkle Lord der Sith. So, nächster Booster. Richtig schön geiles Booster-Opening hier. Duell der Macht. Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi versus Count Dooku. Ja, ging recht schnell und am Ende stirbt Count Dooku durch das Laserschwert von Anakin. Y-Wing Sternenjäger. Und Darth Sidious Basiskarte 101. 101. Was sind das bitte für geile Werte? Ja, aber gegen Mace Windu hatte er den Kampf natürlich verloren. Roten Wachen. Die gibt es in Episode 6 kurz zu sehen, wo der Imperator aussteigt aus seinem Flugshuttle. Und hier Mace Windu, Force Meister. Mace Windu, ja, geiler Jedi. Weiter geht's, da haben wir noch ein paar Booster vor uns heute. So, Tantive 4. Supergeil. Und Shumai. Lando Calrissian, ja. Weiß nicht, ob ich ihn mag. Irgendwie weiß ich nicht. Obi-Wan Kenobi. Ja. Basiskarte. Han Solo als Starkarte. Auch Han Solo wird in Episode 7 wieder mitspielen. Hat man im Trailer ja schon gesehen. Ich bin gespannt auf die Episode 7. So, imperiale Sturmtruppe. Und General Iron Kraken. Das ist auch ein Name. Alter Falter. So. Salisius B. Crump. Komische kleine Viecher, die lachen so geil. Irgendwie, also total geil. Ich kann es nicht nachmachen. So, Kampfstation Todesstern aus Episode 4, denn dort war er vollständig fertiggestellt. Mace Windu, Basiskarte. Ja. Und weiter geht's mit Jabba. Der hat, ich glaube, den habe ich ja heute schon gehabt. Slave One. Das Schiff von Kopfgeldjäger Django Fett. Nee, Boba Fett. Nee, wie hieß er denn? Egal. Moff Gerroch. Skiff Wache. Und dann nochmal Darth Maul als Starkarte. Ja, sehr cool. Weiter geht's mit dem nächsten Booster. So, wen habe ich denn hier? Hier kommt Klontruppen Turbo Panzer. Imperiales Speederbike, die sieht man auch in Episode 6, wo es gegen die Ewoks geht. X-Wing Sternenjäger, ja. Warum heißen die Dinger X-Wing? Natürlich wegen der Flügelkonstellation, ist ja klar. Geonosianischer Krieger, auch coole Folgen. Und Yoda Force Meister mit den Werten 100, 100. Ja, Meister Yoda ist sowieso das absolut geilste. So. Und weiter geht's.
Dann hau ich mal raus. Qui-Gon Jinn, Basiskarte, den habe ich zum ersten Mal heute. Barriss of Fae. Ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, dass sie in einem Film wirklich lange zu sehen war. Bestimmt, wenn in Episode 2 so ein bisschen, wo sie in dieses Stadion eindringen und die Klontruppen das erste Mal kämpfen. So, Klonkommandant. Und Tree-Droiden-Jäger. Und als letztes nochmal imperiale Sturmtruppe als Star-Karte. So, weiter geht's. So, hab ja noch einen ganzen Stapel vor mir. Prinzessin Leia, Strike Force. Und Han Solo, Strike Force. Und Treatville Druid. Dann Strike Force, Mace Windu. Und nochmal Jekyll. Oder Jekyll, Hunter. So, den Stapel hier halbiere ich nochmal. Next Booster, Tokat, Ewok. Gamorianische Wache. Ich glaube, das sind doch die Viecher, die von diesem ganz großen Viech in Episode 5 oder 6 gefressen werden. So, Anakin Skywalker. Das müsste Episode 2 sein. AT-AT Läufer. Ja, mit dem Schneegleiter weiß ich noch. In Rebel Assault, glaube ich, hieß das Spiel. Das ist bestimmt 20 Jahre her. Konnte man mit den Schneegleitern diese Dinge angreifen. Das war damals schon ziemlich geil und soll ja auch in Battlefront wieder so sein. So, Starkarte, Darth Tyrannus. Das hatte ich ja zu Beginn des Videos schon gesagt, wo mir sein Name nicht eingefallen ist. Hatte ich da Darth Tyrannus gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Hier ist der Booster auch schon wieder. Also das passt ja wie die Faust aufs Auge, sagt man ja so schön. So. Snaggletooth und Freetar, auch ein komisches Alienwesen, und Jar Jar Binks. Ja, mir fällt jetzt leider kein Spruch, kein Zitat von Jar Jar Binks ein, den ich hier mal raushauen könnte. So, Elon, boah, ist der hässlich. Und Force Meister Obi-Wan Kenobi. Geiler Typ, ey. Spielt übrigens in allen 6 Episoden mit. Ja, bin ja gespannt, ob sie ihn kurz in Episode 7 zeigen. Ich weiß, er ist tot, aber er kommt ja schon in Episode 5 und 6 als so eine Art Geist oder Hologramm wieder. Genau, Hologramm. Ja, hier ist er, Obi-Wan Kenobi. Da ist er noch in Episode 4. Beru Lars. Die Tochter von Owen Lars, glaube ich. So, Madame Yacosta Nu, die ist zu sehen in Episode 2 in der Bibliothek. Das nennt sich da aber anders. In den Archiven, wie war denn das? Die Archive der Republik oder irgendwie so, da ist sie doch hier so eine Art, ja, ihr wisst, was ich meine. So, Strike Force, hier nochmal der dunkle Lord. Und Mon Calamari Sternenkreuzer, sehr cool. So, weiter geht's. Wir haben noch was vor. Habe ich schon mal gesagt heute, ne? Wir haben ja noch was vor. Es ist eine Falle. So, Barriss of Fae als Strike Force und Sternenzerstörer. Warum heißen die Dinger eigentlich Sternzerstörer, wenn die gar nicht in der Lage sind, komplette Sterne, was ja Sonnen eigentlich sind, zu zerstören? Naja, anderes Thema. Ich mache mir zu viele Gedanken über Namen. Obwohl ich sie mir nicht merken kann. Aber egal, nächstes Thema. Leutnant Shekiel oder Shekiel, Imperial Officer. Dengar. Kann ich mich auch nicht erinnern, den irgendwie im Film gesehen zu haben. So, Starkarte Yoda. Abwehrwert 98 und Angriff wieder 100. Ja, es macht richtig Spaß hier, dieses Unboxing, weil es halt super mega geile Karten sind. So, Sam Hill. Owen Lars, der Sohn von, nee, gar nicht wahr, wie war denn das? Mit der Lars-Familie, die sind ja da auf dem Planeten Tatooine. Ich glaube, ich habe eben was Falsches gesagt mit der Tochter und Schwester. Meine Mütze sitzt gerade nicht richtig, egal. So, Darth Tyrannus, Basiskarte. Shaak-Ti. Und nochmal Duell der Macht. Darth Maul, Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi in Episode auch. In Episode 1 auch ein sehr, sehr geiler Laserschwert-Fight. So, weiter geht's. Dann haben wir hier Rystal Sand.
Oha, Millennium Falke, den haben wir auch heute das erste Mal. Wir sehen ihn gerade bei Lichtgeschwindigkeit, würde ich sagen. Und Cersei Teen. Oder Cersei. So, wieder Duell der Macht. Qui-Gon Jinn, Darth Maul, die erste Begegnung auf Tatooine. Wie geil war das, wo Qui-Gon Jinn dann dachte, boah, das war aber heftig. Fand ich sehr, sehr geil in Episode 1. So, Darth Vader Star-Karte. Ja, Darth Vader halt, ne? So. Horrocks Wright. Aha. Strikeforce Anakin, Skywalker, Strikeforce, Darth Tyrannos oder halt, jetzt habe ich den anderen Namen schon wieder vergessen. Mensch, hier, egal. Druidensonde. Und nochmal Force Meister Anakin Skywalker. Ich glaube, den habe ich heute schon gehabt. Den Anakin Skywalker Force Meister. Ja, vielleicht gibt es da ja auch verschiedene Motive. So, mal schauen, was hier jetzt noch kommt. So, geht los mit Kid Fisto. Yeah. Als nächstes Queen Apailana. Super Sternenzerstörer. Und Leutnant Foytoni. Con Artis. Zusatzpower Count Dooku und General Grievous. Yeah. So, es folgen gar nicht mehr so viele. Also, wir sind bald schon am Ende. Ende Gelände. So, dann habe ich hier nochmal Imperator Palpatine. Dunkler Lord, der Sith-Klon-Leutnant. C3PO, den haben wir auch das erste Mal heute. Ist ja cool. C3PO, darf ja nicht fehlen. Und nochmal Strikeforce Obi-Wan Kenobi. Han Solo Chewbacca Zusatzpower. Also in diesen Serien, in dieser Serie, ihr seht es, es sind ziemlich viele Powerkarten dabei. In jedem, also wirklich in fast jedem Booster sind Powerkarten. Und kaum sage ich es, Base-Booster, nur Basiskarten hier. So, Slave One. Dann habe ich hier Rettungskapsel. Das ist Königlicher Kreuzer von Naboo. So, AT-ST aus Episode 6. Und hier nochmal wieder, nee, Malakili. Klatunien, keine Ahnung, wo der vorkommt und oder zu sehen ist. So, nächster Booster. So, kein Base Pack. Imperiale Schneetruppe. Ja, sehen cool aus. So, Opa Rancisis, auch an ihn. Ich glaube, es gab eine ganz kurze Szene in Episode 3 beim Rat der Jedi, wo Anakin auch in den Rat der Jedi aufgenommen werden soll. Ich glaube, dort ist er kurz zu sehen. Aber ansonsten, ja, es ist so eine Figur, die man halt eigentlich nicht wahrnimmt. Vam Luftbar, auch an ihn kann ich mich nicht wirklich erinnern, wo er zu sehen ist. Jango Fett, natürlich, wer kennt ihn nicht? Kopfgeldjäger und nochmal R2, D2 und C3PO, Zusatzpower. Die beiden sind wirklich in jeder Star Wars Episode zu sehen und garantiert auch in Episode 7. So, dann, oh, Strikeforce Stars, Vader, Klonkrieger, Klonkommandant Bly. Ja. Dann habe ich hier Wolkenstadt Wagen. Und Jango Fett Force Meister, die Karte Nummer 240. Ich glaube, das ist die letzte Karte in der Sammelmappe, bevor die Limited Editions kommen. Schauen wir später, was heißt später? Schauen wir halt, keine Ahnung. Vielleicht im nächsten Video ja schon. Vielleicht mache ich das Mappen-Update ja heute noch. Tokat. Und Evan Peel. Das ist aber auch ein hässlicher Banause. Anakin Skywalker, Basis, Karte mit der Nummer 86. Und Prinzessin Leia. Ah, heißes Ding, ne? So, Port Snitkin. Hässliches Viech, keine Ahnung in welcher Episode zu sehen. So, und weiter geht's. Da wurden wir kurz unterbrochen, oder ich. Der Akku der Kamera war leer. Ja, sowas kann auch mal vorkommen. Weiter geht's. Wie viel haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Booster. Genauso viel hatte ich beim beim Transformers Display Unboxing, als ich gezählt habe. So, dann mal gucken.
was uns jetzt noch erwartet. Han Solo, Basiskarte, der Schmuggler schlechthin. Duell der Macht, Luke Skywalker versus Darth Vader. Das könnte schon... Grünes Lichtschwert, das ist Episode 6. Vorher hatte er noch ein blaues Lichtschwert. So, süß Noodles. Oh, hässlich. So, Republic Dropship. Fahrzeug, aha. So, Zusatzpower Luke Skywalker und R2-D2. Wann hatte Luke Skywalker denn diese Kleidung an? Ja, auch hier, mein Erinnerungsvermögen verlässt mich. I don't know. So, Tibu, Ewok, heute schon gehabt, glaube ich. Boba Fett, Kopfgeld, Jäger, Captain Taifu. Sis Infiltrator. Aha. Und dann gibt es hier nochmal TIE Advanced. Okay, so. Das heißt noch 6 Booster. Die Lage spitzt sich zu. So, dann habe ich hier Sam Whistle. Ja, Episode 2 schickt er diese komischen Würmer in das Schlafgemach von Prinzessin. Nee, von Padme Amidala, genau. Sam Whistle. So, Imperiales Shuttle. Ach, genau, das ist Episode 6, wo man auch die roten Wachen sieht vom Imperator. TC-14. Ich glaube, das war in der Stadt, wo auch Lando Calrissian ist. Mit TC-14. Passel Argente. Und nochmal Mace Windu Star-Karte. Ja. So, weiter geht's. Das müssten jetzt noch 4 Booster sein. Genau. Supergeil, die letzten 4 Booster. So, R2-D2 Basiskarte. Keine Ahnung, ob ich die schon gehabt habe. Strike Force, der Dunkellord, der Sith. Und Rebel Trooper. Okay, Kommando. Zerstörer-Druide oder auch genannt Druidikas. Kennt man schon aus Episode 1. Meister Yoda. Meine Aussprache wird langsam komisch. Meister Yoda Basiskarte. So, der drittletzte Booster dieser Serie. Mal gucken, ob ich mir irgendwann nochmal ein Display hole. Ich finde Display-Openings immer sehr, sehr geil. So, General Fierce. Coruscant-Frachter. Und Sand-Skiff. Das müsste Episode 6 sein. Da bin ich mir auch nicht sicher. Ich verwechsel viele Sachen immer mit Episode 5 aus Episode 6. Kann auch Episode 5 sein. So, Kit Fisto, Basiskarte und Padme Amidala als Starkarte. Ja, ich mag sie. Wer mag sie nicht? Ich finde sie auch in Thor total genial. Also in dem Superheldenfilm Thor. Kennt ihr ja, ne? T-H-O-R. Da spielt sie ja auch. Ne? Sie ist eine ziemlich geile Rolle. Speederbike, Episode 2. Anakin rast zu den Tastenräubern, um seine Mutter zu befreien. Agent Cola. Po Nudo, Senator und Luke Skywalker nochmal als Strikeforce. Sam Weasels Speeder, auch aus Episode 2. Und der letzte Booster für heute. Eieiei. So, gucken wir nochmal. Qui-Gon Jinn versus Darth Maul, Duell der Macht. Ja, genau, Obi-Wan Kenobi war ja kurz durch diese roten Trennwände nicht am Kampf beteiligt und musste zusehen, wie sein Meister getötet wurde. Schade, schade. TIE Interceptor. So, Lobot aus Episode 5 mit Lando Calrissian. Das ist, glaube ich, irgendwie sein, ja, Administrator, steht hier auch drauf. Luke Skywalker als Rebel Commander. Und die letzte Karte, Luke Skywalker, Star-Karte, meine lieben Freunde. Damit wären wir am Ende dieses Star Wars Unboxings angekommen. Das sind die Karten von heute. Und genau wie beim Transformers Booster Unboxing Video Display Unboxing frage ich euch jetzt wieder, wie viele Booster habe ich heute geöffnet? Hat jemand mitgezählt und hat jemand Bock, mir das in die Kommentare zu schreiben? 50 könnte es nicht sein, denn ein paar haben mir schon gefehlt. So, schreibt es mir in die Kommentare, wie viele Booster habe ich heute geöffnet? Natürlich dürft ihr mir auch wieder alles andere in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, dieses Video, würde ich mich sehr über eure Daumen freuen und
ja, das war's. Ab ins Auto. Ich verlinke nochmal zwei Videos. Besonders empfehlenswert das To-Duo-Unboxing mit PAX United. Davon werde ich mit anderen YouTubern noch mehr machen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euch das alle fleißig anguckt. Denn wie gesagt, ich habe auch schon andere YouTuber eingeladen, um andere Unboxings zu machen. Ja, lasst euch überraschen. Dann zu eurer Linken gibt es dann nochmal das Video von... Ich denke mal, das Transformers Mappen-Update werde ich hier nochmal verlinken. Ich denke, das war das letzte Video, was es hier zu sehen gab auf meinem Kanal. Hier in der Mitte könnt ihr mich abonnieren heißt es. Genau, kein Video mehr, nichts mehr von mir verpassen. Ich bin raus, sage ciao, tschüss und auf Wiedersehen.